wie gegen alle Evidenz trotzdem die Politik uns weiter gedrängt hat und vor allen Dingen, wie die Medien uns weiter Angst gemacht haben. Und ich möchte bei der Gelegenheit den Clemens Awey einfach mal erwähnen. Der ist ja jetzt leider verstorben und hat sich das Leben genommen. Und er hat sich das Leben deshalb genommen, offenbar, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, wie er gemobbt wurde, wie er psychisch zerstört wurde. Ich denke, der ist psychisch getötet worden. Der ist getötet worden durch diesen Shitstorm von professionellen und von der Industrie angeheuerten Leuten, die Menschen kaputt machen, die sie diffamieren. Jeder, der den Mund aufgemacht hat, 2020 und danach, und das kann ich aus eigener Erfahrung ja ganz, ganz gut nachvollziehen, der wurde zerstört. Also Freunde haben von mir gesagt, lösch das alles, geh dagegen an. Ich habe das nie gemacht. Für mich ist dieser Schmutz nicht wert, erwähnt zu werden. Aber insgesamt, jetzt wo Clemens Awey ein Opfer dieser Schmutzwerfer geworden ist, deshalb will ich das doch noch erwähnen und will sagen, pfui Teufel, ihr, die ihr gegen Geld, ohne Ahnung von der Sache, Menschen, die sich Mühe geben, Dinge zu erklären, einfach diffamiert, öffentlich diffamiert, und ihr, die ihr das zulasst in den Medien, es ist so ein Elend, ihr nehmt so viel Schuld auf euch und ihr habt Clemens Awey auf dem Gewissen. Es ist einfach, und viele andere Menschen wahrscheinlich auch, die aufgegeben haben. Wir sind im Krieg offenbar. Und alle, die noch kämpfen, denen sage ich, die das da machen, das sind bezahlte Söldner, ja, des Bösen. Und kämpft weiter. Das hat mit euch nichts zu tun. Und wenn sie euch mit Schmutz bewerfen, das heißt nur, dass sie nichts anderes können, dass sie Schmutz haben. Und dass sie damit rumwerfen, wenn sie damit rumwerfen, dann macht das überhaupt nichts, ändert das nichts an euch. Ihr kämpft für das, was ihr für richtig haltet. Das ist das, was jeder in unseren Ländern immer durfte. Wir dürfen für das kämpfen, für das richtig. Und wenn jemand anders etwas anderes für richtig hält, dann kann er die Sachargumente vorbringen. Aber dass Menschen gemobbt werden, diffamiert werden, ausgeschaltet werden, das ist etwas, was nur in totalitären, faschistischen Staaten vorkommt. Und jeder, der das duldet, der unterstützt einen faschistischen Staat. Das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Das sind die Kennzeichen eines faschistischen Staates, der sowas zulässt.